B2.3. Das Dreieck ABC ist die Grundfläche von Pyramiden ABCPN mit den Höhen PNKN, wobei KN gilt, liegt auf der Strecke CM. Zeichnen Sie die Pyramide ABCP1 und die Höhe P1K1 in das Schrägbild zu 2.1 ein. Also es gibt neue Pyramiden, Grundfläche ABC, das ist die Grundfläche vom Prisma und wir brauchen noch Höhen PNKN und KN gilt, ist der Fußpunkt von der Höhe und es liegt auf der Strecke CM drauf. Damit haben wir eigentlich auch schon wieder alles, was wir brauchen. Gehen wir hoch in die Zeichnung. Ja, unten sehen wir jetzt das Dreieck ABC, das müssen wir jetzt mit P1 verbinden, weil diese Pyramide soll eingezeichnet werden. Und zum Schluss brauchen wir noch die Strecke PNKN. Die geht einfach vom Punkt PN senkrecht nach unten. Das war jetzt nicht ganz so schön. Ja, immer noch zu schief. Ja, einfach senkrecht nach unten, bis man auf die Strecke CM trifft. Wir haben ja im Prinzip fest drin stehen, dass Punkt K auf der Strecke CM liegt. Ja, senkrecht nach unten. Pyramide ist da, die P1K1 ist da. Aufgabe erledigt.